Pokémon Meister. Pokémon, sei die Nummer 1. Du schaffst das schon. Ich bin bereit, ich geb nicht auf. Ich hab gelernt, um was es geht. Pokémon. Ganz egal, was vor mir liegt, ich gehe meinen Weg. Ich hab den Mut, ich halte durch, ich streife durch das Land. Ich werde siegen, ich hab die Macht. Ich halte Pokéball in meiner Hand. Wir leben hier in der Pokémon-Welt. Pokémon. Ich will nur eins, ich will der größte Meister sein. Größter Meister. Wir leben hier in der Pokémon-Welt. Pokémon. Ich bestehe diesen Test, ich werde besser sein als der Rest. Ich werde Pokémon-Meister. Pokémon. Da bin ich. So, welche Richtung war's? Habe ich alles geheilt? Ja, ich müsste eigentlich alles geheilt haben. Diese Richtung war's, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube da oben. Oder? Wo habe ich das Lugia gefangen? Doch, bestimmt da. Ja, ach, die haben hier echt so einen richtig coolen Weg hoch. Sieht voll schön aus. Oh, und sie haben Deko-Mods. Voll cool. Auch damit gearbeitet. Ein T-Rex-Busch. Den haben sie aber nicht selbst geschnitten, nur selbst gecraftet. Voll schön. Da sind sie. Hallo. Na, tapfere Trainer. Hallo, ich komme zu euch in den Tess. Ja, komm mal vorbei. So Leute, ich gehe mal kurz TS. Wartet, einen Moment. Da, TS öffnen. Beam Community und Aufnahme. Hallo. Oh nein. Hey. Na, hallo. Ihr? Na? Gerade wird es dunkel. In dem Moment. Ja, guck dir die wunderschönen Lichter auf unserem wunderschönen Grundstück an. Ah ja, dann Grundstück sieht man an. Sie mal. Das stimmt. Ja, ich mag die Lampen allgemein sehr, 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 sehr gerne. Aber ihr habt es sehr schön gemacht. Ja, kriegst gleich eine Führung. Ja, ich freue mich schon drauf. Aber dann fordere ich euch zu einem ersten kleinen Kampf heraus, zu einem ersten Probekampf. Ja, natürlich. Zu gucken. Aber ihr habt schon echt schön viele Pokémon. Yeah. Oh, Glurak ist so schnell. Der ist gerade von da nach da drüben gesprungen, nicht geflogen. Oh, das sind echt schnelle Taxen, ne? Ja. Hammer. Das ist echt gut, wenn man eins hat. Oh, ein Espur, schön. Ist das diese Puppe? Espur, ja, das ist dieses kleine lila Pokémon. Was kann das? Ich habe das gefangen. Dachte mir so, ich nehme es mal mit. Ja, es kann auch kämpfen. Und seitdem läuft es hier rum und findet die ganzen Schwachstellen in der Mauer. Ist halt so klein, es kommt überall durch. Ja, genau. Emolga habt ihr auch, schön. Ja, da wart ihr ja schon richtig aktiv. Oh, wie viele Pferde ihr habt. Einen richtigen Pferdestall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zähle 8 Pferde. 8 kleine Pferde, ho, ho, ho. Kraftzahl. 8, echt? 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, 7! Kraftzahl hat sich verzählt. Oh, oh, oh. Ja, wir haben einen Drahteselstall. Echt viele. Habt ihr auch ein Einhorn? Nee. Nee. Er zählt was. Nee, leider nicht. Ich habe nur einmal ein Einhorn gesehen und da wusste ich noch nicht, wie man sie zählt. Oh. Aber irgendwann. Ja, hier ist ganz schön buntes Treiben, ne? Ja. Macht die Windmühle da was? Theoretisch kannst du da, glaube ich, Wasser drin lagern oder so. Wasser? Mhm. Ja, hier steht, put empty containers in here to fill them with water. Ah, also, okay, cool. Wahrscheinlich kannst du da irgendwie, ach, da, Mensch.
Kannst nicht immer gestreichelt werden. Wie das ist ein bisschen aufdringlich, 190. Das läuft durch einen ein bisschen durch. Es braucht viel Aufmerksamkeit anscheinend. Ja. Mein kleines. Ja, super klein. Hui. Ja, hier geht's voll ab. Potrott. Knuffi. Oh, er hat einen Zweilord. Ein Zweikopf. Ah, es hat sich wieder festgepackt. Komm raus. Was kann denn das? Kann sich das noch weiterentwickeln? Übrigens, nicht wundern, ich komme gleich nach oben. Ich habe nur ganz kurz so lange noch TS gemutet. Ich bin gleich da. Okay. Dann geht's ab. Jupp, yep, bis gleich. Wir haben gerade noch was gefunden. Jetzt muss er erst noch mal ein bisschen leveln. Ah, okay. Und dann gibt's gleich die Base-Führung. Die Base-Führung, yay. Yuppie. Ich freue mich schon. Oh, super sieht, cool aus von innen. Ja, glaube ich. Was man hier sieht, sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Das ist eine schöne Stelle, hier hochzukommen und alles schön gelegen. Ich will dann nochmal mit zu dir kommen. Bei dir sieht es bestimmt auch schon voll schön aus. Ja, könnt ihr gern machen. Ich muss auch mehr mit dieser Mod arbeiten. Diese Tore sind schon cool. Oder Stiege. Oh, ich komme dir hinterher. Moment. Wo ist er hin? Nein, ich gerade noch hier. Achso, hier. Ist er ja. Als Blitzer. Ja, das habe ich gerade gefangen. Ich habe noch keins. Sehr cool. Hoi. Arr. Nicht? Oh nein. Ups. Ich dachte nicht, dass er so weit in Reichweite hat. Lurak macht nichts, okay. Alle passiv. Aber es sieht voll cool aus, wenn man in dem Pokémon ist. Was habe ich hier? Ich nehme mal das. Nur nicht gegen irgendeins von euch werfen, dann kämpft's. So, jetzt bin ich ein Bibo. Ich bin ein Bibo. Es geht. So eins haben wir noch nicht. Sieht voll lustig aus, wenn der andere ein Pokémon ist und damit steuert. Andersrum ist es okay, ja. Ist ja mehr wie Reiten. Aber wenn der andere das ist und dich so verfolgt, das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Das stimmt, das ist schon echt. Juri, alles klar. Ich komme jetzt nach oben. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt kämpfen will. Aber Kreta will auf jeden Fall kämpfen. Okay. Aber wenn er nicht kämpfen will, kämpfe ich. Ja. Okay, okay. Also ich hätte theoretisch ein cooles Pokémon, was auch auf Land ist und so. Ja. Das Problem ist nur, ich kann das nicht steuern. Achso, du kannst nicht rein. Nee, ich kann nicht rein. Genau. Es hat vier Arme. Es hat vier Arme. Wie kommst du denn da drauf, Pokémon-Meister? Ich kenne die Mod auswendig und ihre Fehler. So. So. Kann man denn das Pokémon mit den vier Armen, kann man das noch weiterentwickeln? Nee, das ist schon die höchste Entwicklung. Ah, das ist schon die Endstufe. Alles klar, okay. Ich meine, du kannst natürlich dann, wir können auch überlegen, ob du vielleicht das antrittst dann, vielleicht. Können wir auch machen, wir können auch Machamp gegen Machamp machen. Was können wir machen? Zwei Macho mal gegeneinander kämpfen lassen. Ach so, ja, können wir auch gerne machen. Okay, wer will anfangen? Wer fängt an? Ich lasse der Dame den Vortritt. Die Dame möchte zuerst. Okay. Okay, was nehme ich? Okay, ich weiß, was ich nehme. Weißt du, was du nimmst? Du darfst was nehmen. Okay, dann darfst du zuerst wählen. Ich fahre jetzt mal sämtliche Pokémon passiv. Ja, und ich tue mal, meinen Mega-Glurak weg, nicht, dass es irgendwelche Faxen macht. Ja. Turn 2 Pokéball. Übrigens auch an die Zuschauer, wir haben eigentlich auch die Idee im Hinterkopf, irgendwann noch eine Arena zu bauen. Also eine Pokémon-Arena. Und Kirali hat auch schon eine gute Idee. Da kann man bei Gelegenheit mal drüber nachdenken. Und zwar irgendwie hier die Unterwasserhöhle, die direkt hier bei den Highlands ist. Dass man da vielleicht
irgendwie eine Pokémon-Arena reinbauen. Das wäre krass. Ah, ja, genau. Ja? Das wäre echt super. Das wäre echt krass. Wollen wir außerhalb dieses Bereichs kämpfen, ich nicht, dass dafür irgendwas ja passiert? Ja, ich dafür. Okay, super. Hab ich einen Fallschirm? Wäre jetzt cooler Move. Ja, gehen wir doch einfach mal aus der Haustür raus. Jo. Gehen wir runter einfach, oder? Übrigens, Ryan, ich wäre wahrscheinlich doch dafür, dass wir noch die Spielresistenz noch ein bisschen anpassen irgendwann. Also okay. Dass man ein bisschen mehr Schaden bekommt. Ah, okay, mehr Schaden bekommt. Jo, ein klein wenig mehr. Ja, okay, okay. Nach irgendwann da seid ihr. So, ja, ich würde sagen, aber schon auf einer flachen Ebene. Hast du mein Mega-Glurak genommen? Nee, das ist meins, oder? Nee. Ja, ich würde halt hier runter, also... Oh, huch, okay. Ich dachte gerade, das folgt mir, ey. Nee. Ui. Und, ja, wo ist denn mein Glurak? Ah, hier, ich hab's. Wahrscheinlich oben. Ja. Dim. Und Ryan, was sagst du bisher? So sieht sehr, sehr gut aus. Farm? Sehr, sehr gut aus. Ihr habt auch ganz andere Strukturen genutzt, die kenne ich noch gar nicht richtig. Ja, ist krass, was man für Möglichkeiten hat mit diesem Ego-Zeug, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, sonst könnte man, glaube ich, auch gar nicht so einen coolen Steg drumherum bauen, nee, oder Weg. So, Kirailo, wo bleibst du? Hier bin ich. Achso, du bist schon. Okay. Dann, Trainer, hiermit fordere ich dich heraus zu einem Pokémon-Kampf. Ja, ich nehme an. Sehr gut. Ich habe lange trainiert für diesen Augenblick. Gut, ich auch. Na dann, du wolltest zuerst wählen. Okay, ich wähle gegen Ryan, den Pokémon-Meister. Mein Ryanon. Dein Ryanon. Okay, dann wähle ich Lucario. Oh mein okay Gott. Wow. Warte, geht gleich los. So, kann noch 7 Level reinhauen. Gut. Moment. Du kannst auch noch. Na dann. Okay. Möge der Kampf beginnen. Kirali. Los geht's. Oh, wie viel Schaden deins macht. Alter. Was war das? Seh nichts. Oh mein Gott! Ich bin der Pokémon-Trainer Rhinon! Ich seh nichts mehr! Alter, ich kann cooler attacken! Was machst du? Ich bin Rhinon! Nein! Du hast gewonnen! Oh, wie krass! Ja, ja, du hast gewonnen. Oh, ganz knapp! Ganz knapp! Ganz knapp, wie ey, mega knapp! Aber das war doch mal eine coole Action, oder? GZ, Alter! Kirali meine ich. Stimmt, ganz gewonnen. Also Ryan hat vielleicht ein bisschen gewusst, dass Lucario mit 94 ziemlich schwach sein kann, aber es hat die coolsten Attacken ever, oder? Boah, wie cool, sau ich nice hab nichts gesehen, ey. Sau nice, ey. Richtig cool gewesen. Ja, ne? Jo, auf jeden. Nicht schlecht, Kirailion. Ey. Damit hast du ja auch die drei, also die Ressourcen für drei Megabälle, Meisterbälle gewonnen, weil man da ja für Elementcharp braucht. Ui. Also für drei Meisterbälle. Müssen wir ich dann nachher cool, nochmal gucken. Ich finde es cool, wie schnell sich diese Regel rumgesprochen hat. Okay, du hast einen Schnurrbart wie Super Mario. Bei jedem gewonnenen Pokémon-Kampf bekommt man ein Element, finde ich großartig. Ja. Ah, das war ein geiler Kampf gewesen. Fand ich auch, das ich war echt auch cool. So haben. Ey, da müssen wir. Oh, dann besprechen wir dann später. Ja. Return to Pokéball. Weil, sind wir mal ehrlich, genau genommen, ne, es war ja jetzt ein kleiner Motivationskampf gewesen vom Pokémeister. Darum hat er jetzt auch eins genommen, was vom Level nicht so hoch war. Ja, das ne? war ja. Aber es war sogar super knapp, also krass. Das war richtig knapp. Ja. Das Ryanon war Level 400 fast und deins war unter Level 100. Ja. Also, du kannst ja gerne mal gegen mein Machi antreten. Wir können mal Machamp gegen Machamp anlassen. Okay, antreten. Lass das machen. Okay, alles klar, warte, habe ich es überhaupt mit, mir aber sehr ich denke ja. Ja, das ist leider genau reingelaufen in den Kampf. Ja. Nimm dich mal mit. So brauchen wir auch eine Pokémon-Arena, damit keine Schafe mehr reinlaufen. Okay, ich habe einen Machamp. So, okay. Junger Pokémon-Meister-Trainer. Hoho. Dann, ich wähle dich, Machamp. Machi, du bist dran.
Achso, warte. Martin, nein, ich nein, muss nein, es. Nein, was tut es? sehr gut. Mega cool. Da ist es noch nicht so unter Kontrolle, wa? Okay, warte, ich hau's einmal, damit es kämpft. Es hat nur 6 Schaden. So, jetzt kämpfen sie. Oh, jetzt geht's ab! Ich weiß gar nicht, welches macht. Deins macht mehr. Meins Schaden, ist grün und deins ist Alter, rot und andersrum. Ja, aber es ist richtiger Boxkampf mit 4 Fäusten pro Seite. 8 Fäusten bei 2 Personen. Welches ist aktuell? Ja, das weiß ich leider echt auch nicht, welches ist. Machi! Hohoho! Los, kämpf! Mach es fertig! Los! Komm schon! Machi! Machem! Ja! Oder? Ja, es hat gewonnen! Jetzt ist es nach hinten gefallen. Guck mal, was es für ein Siegestanz macht. Wo geht es hin? Wo geht es hin? Ich weiß es nicht. Hör auf, irgendwas zu machen. Moonwalk, Alter. Ja. Richtig gut. Sehr gut. Jo, na, dann hat jeder die Ressourcen für 3 Meisterbälle gewonnen. Das ist doch auch schon perfekt. Also euer Team. Ja, für unser Team, ja. Vielleicht gibt der ja Kiraili einen Meisterball ab. Ich meine, wenn man sie. Ich habe einiges zu lernen als Pokémon. Zum Pokémon-Meister. Also, gerade der Anfang war ja ein bisschen holprig gewesen. Dass das da wegfliegt. So, cool. Nice. Ja, fand ich auch. Voll gut. Cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir uns dann am Ende der Session die Ressourcen und viel Erfolg bei dem weiteren Kampf. Und ich würde das mal eure Base ansehen. Eure Base.